Damen und Herren, als Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, PARDIGI, darf ich Sie heute herzlich begrüßen. Mein Co-Präsidentskollege Christian Wasserfall und ich, wir wechseln uns jeweils ab. Beim letzten Anlass durfte Christian die Begrüßung machen und ich durfte dann am Schluss die Zusammenfassung machen. Heute haben wir die Rollen getauscht. Heute darf ich Sie begrüßen und Christian wird dann die Zusammenfassung machen. Sie sehen auf der Folie, wer wir sind. PARDIGI wurde 2009 gegründet. Für uns ist es ein zentrales Thema, dass wir parteipolitisch sehr, sehr breit abgestützt sind. Deshalb ist auch das Co-Präsidium parteipolitisch in zwei unterschiedlichen Händen, nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch parteipolitisch. Wir bestehen aus einem Kernteam, das aus einem Vertreter der Grünen, Balthasar Glättli, aus Kathi Rickli in der CVP besteht, Rosmarie Quadrant, die BDP, Lukas Reimann aus der SVP und Thomas Weib, der heute auch unter uns ist, aus der GLP. Wir haben verschiedene Vorstöße im ganzen Bereich der digitalen Nachhaltigkeit gemacht und deshalb ist es für uns auch ein zentrales Thema, heute mit Ihnen das Thema elektronisches Patientendossier zu diskutieren und wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, an unserem Open Hearing teilzunehmen. Wie wir alle wissen, nimmt die fortgeschrittene Digitalisierung auch im Gesundheitswesen einen wichtigen Beitrag ein. Ich denke nur an die verschiedenen Apps, die wir zur Verfügung haben, welche uns von technologischen Anbietern, von der Pharma, von Startups und verschiedenen anderen Marktteilnehmenden zur Verfügung stehen. Persönlich glaube ich, bietet uns das elektronische Patientendossier vier zentrale Chancen. Einerseits gibt es mit dem E-Health-Instrument die Möglichkeit, für eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten zu sorgen, damit eben auch zusammenhängt, dass die Behandlung jederzeit und überall möglich ist, weil man eben auf die gesundheitsrelevanten Daten in Echtzeit zugreifen kann. Wichtig ist aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, dass Diagnosen auch aufgrund von räumlicher Entfernung gemacht werden können, dass die Distanz nicht relevant ist, um eine fachlich gute Behandlung durchführen zu können. Damit leistet eHealth einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung, weil Doppelspurigkeiten in der Diagnostik vermieden oder reduziert werden können. Das wird sich ja dann noch erweisen. Zentral ist aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger durch ein Patientendossier die Möglichkeit haben, uneingeschränkt auf ihre eigenen Gesundheitsdaten zuzugreifen. Wie es aber ist in dieser ganzen Thematik, gibt es nebst diesen Chancen, die ich jetzt kurz aufgezählt habe, aber auch Risiken. Datenschutz lässt grüßen. Geht es ja hier explizit um sensible Gesundheitsdaten. Wer soll Zugriff haben auf diese Daten? Was passiert mit diesen Daten? Und ganz zentral muss auch aus Sicht unserer parlamentarischen Gruppe sein, dass diese Daten nicht dazu beitragen, dass sie zu Diskriminierungen oder zu Stigmatisierungen für die Patienten und Patientinnen führen können. Deshalb ist es uns ganz wichtig, in der jetzigen Phase Vertrauen zu schaffen. Wir wissen alle, aufgrund von vergangenen, auch eidgenössischen Abstimmungen, von Referenden, die ergriffen worden sind, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen dürfen. Der Ständerat hat ja zum elektronischen Patientendossier Ja gesagt. Jetzt ist das Dossier in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission. Und ich glaube einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir alle im Gesundheitswesen bis jetzt gemacht haben, es ist schwierig, mehrheitsfähige Lösungen zu finden, ist es wichtig, dass wir im jetzigen Moment miteinander diskutieren, allfällige Befürchtungen und Chancen jetzt auf den Tisch kommen, damit wir auch die Bevölkerung über die Chancen und Risiken objektiv aufklären können. Das Ganze muss Flügel erhalten und darf keine Bruchlandung erleiden. Und deshalb freut es mich sehr, dass wir heute mit kompetenten Fachfrauen und Männern diskutieren können. Als erstes wird Salome von Greyerz, Leiterin
Gesundheitsstrategie und stellvertretende Leiterin der Gesundheitspolitik beim Bundesamt für Gesundheit ins Thema einleiten. Anschließend wird Urs Stober, Präsident der IG eHealth und Leiter Geschäftsentwicklung eHealth bei der Schweizerischen Post, referieren zum Patientendossier. Danach kommen die kritischen Anmerkungen von Volker Birk, Softwareentwickler Chaos Computer Club Schweiz, und von meiner Kollegin im Nationalrat, Maya Ingold. Sie ist Mitglied der Gesundheitskommission des Nationalrates. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen und darf ich jetzt direkt Salome von Galliaz übergeben oder willst du Matthias Stürmer, er ist der wichtige Geschäftsführer unserer parlamentarischen Gruppe, noch überleiten, sonst mache ich das gerne in Anbetracht der Zeit. Ich freue mich, dass Matthias kommt und du hast das Wort, Salome. Besten Dank.